Leipzig DNA oder Code oder wie man immer es jetzt nennen, der dann entschlüsselt ist, das würde ja bedeuten, dass wir immer auf eine oder dieselbe Art und Weise gespielt haben. War ja, glaube ich, wer genauer hinguckt, nicht so. Also wir hatten schon auch viele verschiedene Aufgaben zu bewältigen und hätten wir uns da nicht auch verschiedene Herangehensweisen zurechtgelegt, wäre das wahrscheinlich nicht positiv ausgegangen für uns. Wer glaubt, dass unser Code entschlüsselt ist oder unsere DNA geknackt ist, dann soll er das glauben und dann ist es ja so, dass wir in Zukunft dann auch nicht mehr als Favorit irgendwo hinfahren, sondern dann ist es ja so, dass wir jetzt nach Bremen fahren und eigentlich ganz einfach ist zu gewinnen gegen uns und dann wünsche ich unseren Gegnern, dass sie ja die richtigen Schlüsse ziehen daraus und wir müssen schauen, dass wir eine Lösung dafür finden. Aber ich bin guter Dinge, dass uns das wieder mal gelingt.